Da bin ich wieder im nächtlichen McFit, euer Gotti, zusammen mit dem Mike. Und hier sind wir bei einer weiteren Beinmaschine. Diesmal ebenfalls der Klassiker, die Beinbeugemaschine. Die gibt es in verschiedenen Varianten, auch von der McFit-Serie. Die findet man hier auch einmal im Sitzen, gibt es die, glaube ich, noch mit Anschnallen, ohne Anschnallen. Der Klassiker, mittlerweile das Übliche, ist im Liegen, wenn man hier die leichte Beuge drin hat und dann einfach nur die Unterschenkel anzieht. Mike macht das wie immer jetzt einmal vor und ich bin danach dran und schaue einfach mal, wie er das jetzt macht. Ja, Handy vorher raus, ist ganz gut. Das ist so der Profi-Tipp. Auf dem Handy solltet ihr nicht drauf liegen, könnte das Display auch irgendwann kaputt machen. Hier gibt es ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Die Rolle hin, die sollte möglichst auf eurer Achillessehne ungefähr sitzen, wenn nicht ein bisschen darüber. Und zwar so, dass wenn ihr das hinterher anzieht, dieses Gelenk hier sollte ungefähr auf Kniehöhe sein. Das ist dann die Entfernung der Rolle. Denn wenn ihr das nicht auf Kniehöhe habt, das merkt ihr daran, dass die Rolle in der Startposition, wenn ihr das Bein noch gestreckt habt, an einem ganz anderen Ort ist, wie wenn ihr es dann angezogen habt. Dann rollt sie quasi über eure Wade hinweg. Entweder nach unten oder nach oben. Das soll nicht passieren. Die sollen möglichst an einer Stelle bleiben. Wir werden mal schauen, ob er das jetzt gemacht hat. Hier, das ist ja ein leichter Knick drin. Der Knick ist natürlich da, um den genau hier an der Hüfte zu haben. Nicht, dass ihr irgendwie auf diesem Knick drauf seid. Einmal anziehen. Das darf nicht passieren. Seht ihr? Die rollt jetzt einmal komplett über seine Waden und wenn er zurückgeht, rollt sie komplett zurück. Das wollen wir nicht. Das darf nicht passieren. So, ihr seht, die rollt hier komplett drüber nach vorne und hier rollt sie wieder zurück, wenn er sie runterlässt. Rollt, 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 rollt. Dabei soll sie genau hier bleiben. Und das machen wir jetzt, indem wir die Einstellung ändern. So. Jetzt haben wir es auch hier drauf und jetzt seht ihr, sie bleibt hier unten und wieder runter. Sie bewegt sich hier nur minimal. Umso weniger sie sich bewegt, desto besser. Jetzt zieht er sie an und sie bewegt sich minimal bis gar nicht. Versucht dabei, euren Torso anzuspannen, wenn ihr die Rolle anzieht, zum Hintern zieht. Die Bauchmuskeln dabei anspannen. Sonst geht das auch sehr stark mit auf den Rücken. Deswegen hier Spannung halten, alles anspannen. Nicht die Beine strecken unten, wir wollen die Sehnen nicht zu sehr belasten. Kurz vor der Streckung bis dahin, genau, und stellt euch wirklich vor, denn das ist eine unangenehme Maschine, die kann sehr brennen. Stellt euch aber vor als Motivation, das wäre euer Bizeps, weil den trainierten die meisten sehr viel mit Motivation. Als würde hier richtig der Hubbel rauskommen, wie beim Bizeps, denn nichts anderes ist das hier. Hier, stellt euch vor, wie hier so ein richtiger Hubbel rauskommt, wenn ihr das macht. Auch hier wieder eine Sekunde halten, in der Spitzenkontraktion und langsam zurücklassen. Und halten, langsam zurücklassen. Und ausatmen, Bauchmuskel anspannen, halten, langsam zurücklassen. Danke. So funktioniert das hier, ihr seht. Ganz wichtig ist, wo die Rolle hinten noch aufliegt. Bei mir funktioniert das auch, die bewegt sich hier kein bisschen. Diese Griffe sind im Prinzip da, damit man sich hier auch wirklich vorne festhalten kann und nicht nach oben kommt mit seinem Oberkörper. Anziehen, eine Sekunde halten, langsam zurück, kurz vor der Streckung. Und wieder hoch und langsam zurück. Das Gute ist, hier könnt ihr schöne Dropsets machen, einfach niedriger stellen und weiter bearbeiten. Obwohl der Beinbizeps tendenziell auch schon bei allen anderen Übungen richtig gut involviert ist, wie bei den Kniebeugen. Dennoch die einzige Isolationsübung dafür. Ich hoffe, das Video hat euch auch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da und schaut euch den Rest der McFit-Serie an. Bis bald, macht's gut, euer Gotti.